Wir versuchen, den menschlichen Geist und das menschliche Gehirn auf alle verschiedenen Arten und Weisen zu verstehen und zu begreifen, die es so gibt. Das heißt, wir schauen uns das von der philosophischen Seite an, wir schauen uns das von der psychologischen, von der biologischen Seite an, versuchen Sprache zu verstehen, alle verschiedenen Aspekte der Kognition des Menschen und sehen das Ganze dann natürlich auf einem sehr technischen Level. Wir sind einerseits in der Schlafforschung zum Beispiel aktiv, andererseits machen wir Studien, in denen es darum geht, was für ethische Entscheidungen in selbstfahrenden Autos getroffen werden müssten oder wie sich verschiedene Drogen auf unser Gehirn und unsere Wahrnehmung auswirken. Wir versuchen zu verstehen, wie sich die Sprache beim Menschen entwickelt, weil die Sprache so etwas Besonderes für uns Menschen eben ist und uns von den Tieren unterscheidet. In den ersten beiden Semestern sind so die Grundlagenfächer, die irgendwie dann dafür sorgen, dass man in allen Bereichen so einen kleinen Überblick bekommt. Im dritten, vierten, fünften Semester können zwei Studenten komplett unterschiedliche Stundenpläne haben. Der eine kann in einer sehr biologisch-psychologischen Richtung sein, der andere kann inzwischen nur noch künstliche Intelligenz und Programmieraufgaben oder Kurse machen. Da ist jeder komplett frei und der Studiengang ist überhaupt nicht verschult. Ich glaube, was viele unterschätzen, ist der informatische und mathematische Teil in unserem Studiengang. Man neigt dazu, schnell zu glauben, dass das vielleicht ein leichter Psychologie- oder Biopsychologie-Verschnitt ist, und das ist es nicht. Das Institut in Osnabrück ist eins der ersten und vor allen Dingen das größte Institut für Kognitionswissenschaften hier in Deutschland. Mir hat sehr gut gefallen, dass hier alles auf Englisch ist, dass das super international ist, dass vor allen Dingen auch im Master aus der ganzen Welt, aus ganz vielen Nationen, unglaublich viele Leute hier zu uns kommen. Before I came to Osnabrück, I was studying biology in the University of Texas at San Antonio in the US, and I was doing research on the brain. The master program is like the bachelor program, so we take courses and lectures and seminars, and in addition we have a study project, which is a student-organized meeting to solve some kind of problem or to work on some kind of project. And in addition we have the thesis, which is a 6 months, very focused paper to write. Being an international student in Osnabrück is surprisingly easy because the community is quite tightly knit and the university provides a lot of support for international students. The program is in English too, so that makes it quite easy to get around and to be able to communicate with others. Es gibt das ganze Jahr über sehr viele Veranstaltungen. Unsere Fachschaft ist sehr gut organisiert. Wir gehen zusammen Kanu fahren. Es gibt ein Sommerfest, es gibt eine Weihnachtsfeier, die sehr groß organisiert wird. Und man hat sehr viel Kontakt zu älteren Studenten, vor allen Dingen dadurch, dass es nicht so verschult ist. Unter den Semestern sind die Übergänge sehr, sehr fließend und man hat mit Studenten jeder Nation und jeden Alters irgendwie im Laufe des Studiums mal was zu tun. Eigentlich alle Bachelorstudenten machen dann erst noch einen Masterstudiengang. Einige bleiben dafür hier und machen einen Cognitive Science Master. Aber vor allen Dingen hat man durch diese große, breite Grundlage, die man in Cognitive Science bekommt, die Möglichkeit, in unglaublich viele verschiedene Master zu gehen. Einige Studenten haben Startups gegründet, sind inzwischen selbstständig. Andere sind an großen Universitäten im Forschungsbereich oder eben zum Beispiel in Instituten wie dem Max-Planck-Institut. Und sonst sind große, vor allen Dingen technische Firmen in der Wirtschaft, die bekannt dafür sind, dass sie Studenten aus dem Cognitive Science Bereich suchen. Firmen wie Volkswagen, Microsoft, IBM oder Google. After the degree, I'm still not totally sure yet. I'm quite interested in exploring my options. So I have possibility of going on and doing a PhD in research. Something scientific, or to go into industry and work in something quite technical.